Runde. Auswärtsspiel, 32. Spieltag in Hamburg, in der OL Arena. Nach Hamburg begleiten uns, der Verkauf hat ja gestern aufgehört, wir haben hier 2100 Karten abgesetzt. Wir rechnen mit etwa 2500 Fans, VfL-Fans. Für das Heimspiel in Stuttgart haben wir, Stand vor etwa 20 Minuten, 24.000 Karten verkauft. Und die Sitzplatzkarten sind auf einigen Tribünen schon ausverkauft. Es gibt noch vereinzelte Karten. Stehplätze gibt es noch genug. Wie gesagt, Sitzplätze nur noch sehr, sehr wenige. Und nach Gladbach, auch Stand vor etwa 20 Minuten, haben wir bis jetzt 3400 Karten verkauft. Da gibt es überhaupt keine Stehplätze mehr. Wir haben bis dato ein Kontingent von 4000 Karten, können aber noch Karten nachbestellen. Allerdings dann eben nur noch Sitzplätze für den Saisonabschluss. Schiedsrichter steht noch nicht fest. Wird aber dann heute wahrscheinlich im Laufe des Tages von der DFL bzw. vom DFB bekannt gegeben. Und das ist alles von mir. Ich denke, diese Woche hat sich die ganze Schwierigkeit des Trainerberufes gezeigt. Weil auf der einen Seite natürlich die Öffentlichkeit und die Leute drumherum alle sagen, ja, jetzt sind wir durch. Aber rein rechnerisch, das eben noch nicht der Fall ist. Und solange der Hase noch nicht erlegt ist, springt er immer noch rum. Und wir haben in dieser Saison, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, schon viele Hochs und Tiefs gehabt. Und es war sehr viel möglich oder es ist sehr viel passiert. Wir sind schon sehr früh abgestiegen, das war schon nach drei Spieltagen. Wir sind wieder aufgestanden. Plötzlich kam die Frage nach dem UEFA-Cup und so schnell geht's. Also das heißt auch jetzt für mich, diese drei Spiele noch sehr konzentriert anzugehen. Zeigt aber auch, komme ich wieder zu meiner Einführung, wie schwierig das ist, auch die Spiele darauf einzustellen. Ich habe jetzt die ganze Woche, habe ich jeden Tag vor dem Training auf sie eingequatscht, dass wir genau die gleiche Leidenschaft, gleiche Laufbereitschaft, also wirklich gebetsmühlenartig, was ich auch die letzten Wochen immer wieder gesagt habe, dass wir das umsetzen müssen und dass wir dann nicht im Spiel, wenn man dann überrascht wird, dass man dann einfach so ja, schnell die Mentalität drehen kann. Ich denke, das wäre dann fatal und es wäre extrem schwierig, das umzusetzen. Und wenn man dann vielleicht schlussendlich noch davon ausgehen muss, dann kommt Stuttgart noch, die spielen auch um die Meisterschaft. Gut, haben wir gegen Schalke ein gutes Spiel gezeigt, dass man auch gewinnen kann. Aber wir wollen ja absolut vermeiden, dass man dann auch gegen Gladbach noch einen Punkt brauchen müsste. Dann. Also darum, während den Anfängen habe ich versucht, auch diese Woche da immer wieder darauf zu sprechen oder anzusprechen, dass wir nach Hamburg fahren, um auch da Punkte mitzunehmen. Und da ist, wie gesagt, jeder Kopf des Spielers ist da entscheidend. Und es bringt nichts, das habe ich den Spielern auch gesagt, wenn nur der Trainer will und die Spieler nicht. Also entscheidend ist, dass sie natürlich das umsetzen müssen, dass sie bereit sein müssen, von der Konzentration her, auch den Ehrgeiz zu haben, da das auch aus eigener Kraft zu packen. Danke. Und da sind die Einheiten, die waren gut. Also es war nicht so, dass ich jetzt da gesehen hätte oder dass jetzt da diese Alarmglocken so hoch geklingelt hätten, dass mich da noch aggressiver hätte eingreifen müssen. Aber es ist schon wichtig und da haben wir auch zusammen auf dieses Ziel hingearbeitet und das wird wichtig sein, dass man das weiter durchzieht. Diese drei Spiele, erst danach wird Urlaub sein und nicht einen Tag vorher. Und das ist man den Fans ist man das schuldig und ist es dem Verein schuldig.
Und ich denke, schlussendlich müsste auch jedes Spieler so weit kommen und sagen, ich bin mir das auch selber schuldig. Und habe ich auch gesagt, es sind noch Prämien zu vergeben. Und es ist ja nicht so, wenn die Spieler dann ein bisschen weniger machen, dass man der Verein kommt und sagt, ja, okay, jetzt kriegt ihr mal ein paar Tausend weniger. Sondern das Geld kommt ja auch immer. Also ist ja auch unsere Pflicht bis zum letzten Spieltag. Mit hundertprozentiger Konzentration und Engagement auch in diese Spiele zu gehen. Danke. Eure Fragen? Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben die Alarmglocken eigentlich, es gab keinen Anlass, so sowas hinzuhören. Aber jetzt reden Sie die ganze Zeit darüber. Ne, es geht, das Entscheidende ist ja der Kopf. Also ich kann das, was ich hier sehe, das war gut, ja, im Training. Aber ich kann nicht in den Kopf reinsehen. Und wenn ich mit dabei bin und wenn ich das auch immer wieder predige, dann können die das auch so umsetzen. Aber mir ist natürlich auch wichtig, dass sie, wenn sie zu Hause sind, dann nicht sagen, ja, der Alte da vorne, der quatscht immer das Gleiche und es interessiert uns eigentlich nicht, wir sind ja eigentlich schon durch. Und das geht es mir. Und dieses Bewusstsein, das ist, denke ich, extrem wichtig, um auch weiterzukommen, um da diesen Ehrgeiz zu entwickeln, um Ziele zu erreichen und diese Konsequenz zu erreichen. Und nicht dann irgendwie mittendrin. Und da haben wir auch, und das habe ich auch schon gesagt, dass wir in dieser Saison immer wieder, wo wir mal ein Spiel gewonnen haben und gedacht haben, ja, jetzt können wir vielleicht ein bisschen zurücklehnen, können es ein bisschen lockerer angehen, dann ist gleich der Hammer wieder gekommen und das brauchen wir nicht mehr. Und da haben die Spiele eigentlich auch gezeigt, dass jetzt in diesen letzten 5 Spielen 4 gewonnen, dass man, wenn man diese Bereitschaft aufbringt, dass man auch belohnt wird. Und das macht ja dann auch am meisten Spaß. Ist ja viel angenehmer so. Das heißt aber nicht, wenn ich Spaß mit dabei habe im Training, dass ich dann auch von dieser Konsequenz abrücken soll. Dass ich dann ja denke, okay, ich muss nicht mehr so viel laufen, ich muss nicht mehr in die Zweikämpfe gehen und wir sind eh die Besten und es geht von alleine. Und das ist nicht der Fall. Und da hat unser Kapitän ja auch vor ein paar Wochen gesagt, wir müssen immer an die 100%-Grenze gehen. Und das ist so. Und da haben wir aber auch genügend Zeit, auch wenn ich heute dann Zeitung lesen habe, ja, jetzt ist es schwierig nach diesem Schalke-Spiel und so. Ja, wenn wir Liverpool angucken, die müssen alle 3 Tage müssen die so ein Spiel abliefern. Und das geht ja auch. Also ist es eigentlich nur unser Kopf, der ja, dann vielleicht nicht bereit ist, ans Limit zu gehen, der nicht bereit ist, über die Schmerzgrenze zu gehen. Und das musst du, wenn du ein bisschen Probleme hast oder wenn du spürst im Spiel auch, ja, heute läuft es vielleicht nicht so rund. Ja, dann ist der Kopf der Erste, der sagt, ja, mach ich's oder mach ich's nicht. Also eine Restunsicherheit bleibt immer, ja. Man sieht es erst dann, wenn das Spiel läuft. Ja. Und das war jetzt auch so, bei uns war jetzt auch so, dass wir auch noch nicht diese Konstanz drin hatten. Wir hatten sie in der Rückrunde im Schluss und wir haben sie jetzt auch wieder ein bisschen früher dazu bekommen. Und da bin ich ja auch ständig am Predigen, versuchen das wirklich festzusetzen. Und ist mir auch absolut klar, dass es nicht von heute auf morgen geht, dass es schon auch eine gewisse Zeit braucht. Und da habe ich aber auch jetzt gesehen, dass diese Ideen, die ich vermittle, dass sie das 1:1 umgesetzt haben. Also zeigt mir das ja auch, dass es angekommen ist und dass man wirklich auch so konsequent zugehört hat und dass sich das festgesetzt hat und das hat ja dann schlussendlich auch Spaß gemacht. Man hat gute Spiele gezeigt, man hat Siege eingefahren und man hat auch vielleicht diese ja, man hat vielleicht auch selber, oder die Spieler haben das auch selber gespürt, dass sie vielleicht nicht jetzt in jedem Spiel daran geglaubt haben, dass da was möglich ist. Ja, und sie haben gesehen, dass das so ist, dass man wirklich, wenn man auch nicht jetzt
diese spielerischen Qualitäten hat oder individuelle Qualität wie Schalke, wenn man bereit ist, als Team zu arbeiten, wenn jeder bereit ist, alles aus sich heraus zu kitzeln, dass auch gegen Titelanwärter Sieg drin liegt.